Was könnte die Stimmung von Alexander Nouri gerade trüben? Eigentlich wenig. Selbst nicht, dass Niklas Moisander und Serge Gnabry heute wegen Grippe gefehlt haben. Da sind wir aber optimistisch, dass das bis morgen bzw. auch bis zum Spiel reichen wird. Es ist dieser Optimismus, der Glaube an die eigene Stärke, der alle bei Werder beruhigt. So stört sich auch niemand an den ständigen Schlagzeilen, dass Serge Gnabry angeblich von Dortmund oder Hoffenheim umworben wird. Ich habe immer betont, dass ich dort überhaupt keine Bedenken habe, weil ich weiß, dass Serge sehr, sehr klar ist, sich auf den Fußball konzentriert und all diese Geschichten, all die Gerüchte ihn in seiner Leistung in keinster Weise beeinflussen. Auch bei Davy Selke ist Baumann selbstbewusst. Der zweiten Personalie, die gerade die Medien bestimmt. Werder will ihn und auch Selke will zurück. Baumann hat sich mit ihm getroffen und ist dabei im Pokerspiel. Jetzt muss man sehen, was dabei rauskommt. Ich hatte ja schon mehrmals betont, dass das auch aus finanziellen Gesichtspunkten eine große Herausforderung darstellt. Und wenn das klappt, wäre schön. Wenn nicht, ist das auch so. Sie wollen Selke, aber nicht für rund 10 Millionen, die angeblich Leipzig will. Interessant aber, auch Nouri hat schon mit ihm gesprochen und sich einen Eindruck verschafft. Ja, ist einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler, der einfach auch hier eine Vergangenheit hat, sich hier sehr wohl gefühlt hat, sich sehr gut entwickelt hat und sich auch ein Stück weit dann auch mit dem gesamten Umfeld auch identifiziert. Eine Zukunft mit Selke und Nouri? Nouris Vertrag wohl nur Formsache. Aber Eile besteht keine. Warum auch? Erfolg macht gelassen.